Moin, moin und hallo! Hier ist der Yano Karuzuno mit Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrids. So, wir sind stehen geblieben. Ach ja, genau, wir haben geheiratet mit unserer hübschen Celan hier. Ja, die zeigt sich gerade nicht gut. Und sonst wurde unser Kind entführt. Das werden wir jetzt mal ganz schnell retten gehen. Und in welche Richtung mussten wir? Komm, Jano, du weißt das noch, du weißt das noch. Er hat gesagt, im Westturm behaupte ich jetzt. Ne, das wäre wieder zurück, scheiße. Gut, das heißt, ich habe Panzergoblins fertig gemacht. Dann haben Critical Hit. Ah, geht da richtig gut los. Also, wenn gleich der erste Schlag ein Critical Hit ist, dann muss das was Gutes heißen fürs Let's Play. So, ja, die Monster machen uns so gut wie überhaupt keinen Schaden, Maxim überhaupt gar keinen und. Ja, ich würde meinen. Da setzt der Alex einfach mal Chaos ein, ja. Super, nach oben, nein, nach unten, nein, nach oben. Ich weiß nicht, wo lang. Hier, Holz, Golem D und glätz mich da. Das muss doch reichen, oder? Nein. Ah ja, Chaos. Ach. Danke Alex, der nimmt uns halt die ganze Arbeit ab. Also das ganze Let's Play über bitte weiter so machen. Das wäre richtig nice. Da nicht. Dass ihr echt alle 10 Sekunden in Kampf kommen muss, ey. Das ist doch echt zum Kotzen. Was war das? Blutball? Achso, echt nur, das haben wir ja inzwischen. Hier noch den. Ich bin vergessen, bei Skype offline zu gehen. Oh Gott. Mann, ich bin so schlau. So, Alex machen wir, der ist viel schnell fertig. Ah, er hat nicht, ach, er hat schon angegriffen, das ist mir gar nicht aufgefallen. ich würde meinen, ich mache mal ganz kurz einen Schnitt, gehe Skype off, ja, ausmachen und wir sehen uns gleich wieder. So, und schon sind wir wieder zurück, ja, gut. Skype ist jetzt aus und ja, der Turm müsste es sein. Nordleuchtturm. Ups, ich habe eine Bombe gelegt. Seit dieses seltsame Licht über den Turm flog, können wir uns vor Monstern nicht mehr retten. Das ist der Turm? Ich glaube ja. Ah, ein Rätsel. Zeigt der Pfeil auf eine Tür, wird sie sich öffnen, glaube mir. Dum, 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 dum. Wir wollen zuerst nach links. Dum, dum. Öffne dich! Verdammt! Oh. Ich habe es einfach nicht drauf. Ah. Wie ging das nochmal? Select. Ursprungszauber. So. Okay, der Pfeil muss nur auf die Tür zeigen. Das bedeutet. Zack. Zack. So, das ist ein Pfeil. Komm, stimmt jetzt, das ist ein Pfeil. Teilweise. Ich bin zu blöd, die Tür zu treffen. Wir rücken ein Stückchen näher dann. So, das ist aber ein Pfeil. Ah, okay, ja, jetzt ist es wirklich ein Pfeil. Och, bin ich blöd. So. Da hätten wir einen Goblin. Den versuchen wir erstmal aus dem Weg zu gehen. Wir haben genügend Kämpfe schon am Anfang gehabt. Wo wir dann wieder mal grinden müssen, irgendwann. Okay, okay. Wir haben 3 Kisten, das dürfte leicht sein. Das. Das. Und. Das. Und auf den Schalter. Oder? Ne? Hm, was es auch immer bringt. Achso. Okay, hier um die Ecke, den Goblin mal kurz auf die Fresse hauen, wenn er herkommen will. Ach, ihr seid wie die Frösche, ey. Sonst rennen die mir überall in den Kampf und sonst jetzt in Höhe. Dann, wenn ich mal will, haben sie alle keinen Bock. Truhen! Muss ich haben. Ich gehe mal die Treppe hoch. Genau. Kämpfen wir erstmal mit Kummerkrabben. Oder Kummerhummer, nicht Kummerkrabben. Genau. Ich habe die Namen noch so richtig drauf, weil es da schon richtig lange her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Oh boy, okay. Ja, dass Jano nichts abkriegt, das war klar. Also der Maxim. Warum habe ich am Anfang Jano genannt? Ich hätte ihn Maxim weiter lassen sollen.
sollen. Ich nenne ihn eh das ganze Let's Play und noch Maxim. So, nach unten. Nach unten habe ich gesagt. So, was zur. Was ist das? Minesweeper für Arme oder was? Memory, ah, okay. Hier. Nein. Hier. 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 Okay, einsichtig. Ah, jetzt sind wir uns da frei. Wäre so typisch. Und dann auch noch ein Überraschungsangriff. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Furia, was macht Furia? X war Erklärung. Erhöht im Kampf den Angriff. Erhöht im Kampf die Beweglichkeit. Ein mächtiger Feuerball. Mächtiger Feuerball hätte ich gern. Zum Mitnehmen. In einer schönen kleinen praktischen Tüte. Juhu, und wenn jetzt der Gluba den Doberbeißer so richtig schön wegrennt, dann ja, ist er weg, ne? Und dann wäre der Kampf vorbei. Oh, okay, es hat funktioniert. Dam, 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 da, 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 da. Ich will trotzdem weiter Memory. Das wollte ich nicht. So. Das Ding ist hier unten. Der war. Ja. Der hat nur noch gar nicht. Ich schätze mal einfach hier unten rechts. Boah, ich bin so gut. Der hier hat nur noch gar nicht. Oben links. Schade. Okay, Musiknote weiß ich. Dam, 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 dam. So, dich. Hatten wir hier oben rechts gerade. So, den hatten wir hier unten irgendwo. Ja, hier so. Nee, doch nicht. Dann hatten wir den da. Dann hoch rechts und dann hier. Und dann fehlen noch die beiden vom Anfang. So, perfekt. Ist jetzt die Tür aufgegangen. Bam, bam, ba, da, 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 da. Okay, hier rein. Nordleuchtturm, Etage 1 immer noch. Oh, das wollte ich gerade sagen. Ich hätte gerne mal wieder einen Überraschungsangriff von unserer Seite. So, der kommt auch mal weg im Nix. Und Critical auf den Skorpion. Okay, also der Kampf ist schon auch schon mehr gelaufen. Wie schön gut das gerade läuft. Wir halten uns gerade nicht länger als zwei Angriffspartien immer in einem Kampf. Das finde ich gut. Ganz schöne Geldscheißer, wollte ich gerade sagen. Was zur Hölle? Durstkrieg. Das sieht ja mal so abgefuckt aus. Oh mein Gott. Und Critical Hit, yeah. Und Alex vom Schlag auf den Falschen. Ach du Idiot. Glutball von Celan und Braum. Brennen, Flam Flam und 235. Durstkrebswert. Dann greifen wir mal an. Und weg ist er. So, Celan steigt gleich ein Level. Was haben wir hier? Dazu brauchen wir nach unseren Enterhaken, das sehe ich jetzt schon. So, wieder einen Stockwerk höher. Wir skippen da ganz schön viel, fällt mir auf. Dabei wollte ich die Truhen von Anfang. Da 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 da! Feuerring! Kann den jemand gebrauchen? X? Wir sind zu zweit. Warum sage ich dann jemand, wenn wir nur zu zweit sind? Bla bla, Feuerring. Nö. Der Donnerring wäre schon praktisch, weil wir die Beweglichkeit nicht verlieren. So, was kann sie denn gerne alles haben, wollen, können, möchten? Der Donnerring wäre für sie auch richtig gut, aber sie ist auf Magie ausgelegt und deswegen muss sie eigentlich die Magie so oben behalten. Und wenn, boah, der Donnerring ihre Werte so richtig schön heben würde. Nee. Okay, ja. Kapselmonster, wir haben schon lange nichts mehr gefüttert. Haben wir nicht. Anderer? Schack, was willst du? Haben wir nicht. Und Dünville hat bestimmt, haben wir bestimmt auch nicht das Richtige. Ja. So, etwas geklärt. Ich glaube, wir werden das ganze Let's Play nur mit dem Fommi machen, weil der ist bis jetzt der Stärkste und ich bin zu voll, die anderen zu leveln. Wo ich könnte auch alle leveln, so offscreen irgendwann mal, und dann kann ich sie euch am Ende des Let's Plays alle mal zeigen. Auf ihrer höchsten Stufe mit all ihren Formen, mit jeder Attacke und so weiter und so fort. Das war richtig gut von meiner Sicht aus. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber okay, gehen wir jetzt nach links. Und was erwartet uns im zweiten Stockwerk von der rechten Seite? Der Schalter. Verdammt. Okay, dann hätte ich auch vorher schon mal hier lang gehen können. Aber ich würde meinen, ich gehe nochmal nach oben. Nach links. Und runter. Dann gehen wir geschmeidig nach. Was war das? Oh, wollte ich nicht. Hab's kaputt gemacht. So, hier, das Rätsel will ich jetzt nochmal schnell lösen, weil Brot.
Auf das Wappen muss die Kiste, wenn du die Tür siehst und weg bist. Ich hasse diese Reime. Ach, das ist doch so leicht, das Rätsel. Warum habe ich mir das gerade so schwer gedacht? Hier so einfach jetzt bam. Und zack. Fertig. Ja. Ist doch auf dem Wappen. Oder? Zählt das jetzt auf dem Wappen? Komm. Auf das Wappen muss die Kiste, wenn du die Tür siehst, wenn du die Tür siehst und weg bist du. Jeep. Geh auf. Ich hab ein ganz kleines bisschen ratlos. Auf! Das Rätsel gelöst! Es sind alle Schalter aktiv! Hallo? Ich bin vielleicht verarscht. Auf das Wappen muss die Kiste, wenn die Tür siehst, weg bist. Ja, toll. Ich verstehe es nicht. Auf das Wappen muss eine Kiste. Habe ich gemacht. Und wenn ich die Tür dann sehe, dann muss sie offen sein. Also unlogisch. Runter. Die drauf. Und die drauf. Geh auf! Mann. Das Spiel verarscht mich. Und jetzt. Ach, hier Ratzgoblin, das ist ein Ebenzug weg. Na komm, weg mit dir. Ah, Chaos von Alex. Hättest du in den anderen Kämpfen einsetzen können, aber okay. Und wir steigen alle gleich ein Level. Wuhu. Nächste Etage. Ich hätte aber gern diese drei Kisten von dem an. Oh, so wunderschön. So wunderschöne Items, die ich haben könnte, kriegen möchte, haben können, will, jetzt. So. Dam, tada, hier hoch. Hier rein, nicht hier hoch. Dann hier hoch. Dann nicht in den Krebs rein. Oh, der Krebs rettet uns. Überraschungsangriff. Toll, und da ist wieder ein Minnesänger. Oder wie hier, also ich glaube, ich habe das hier auch immer Minnesänger genannt. Nee, das ist Königsfrosch. Okay, kleine Verwechslung, aber. Blutball. Und so aus dem Frosch auf die Fresse. 99. Okay, und ich muss, glaube ich, nach dem Kampf jetzt erstmal den Dings machen. Hier nicht Schnitt, sondern den Part Ben. 259. Oh, ich wünschte, so viel würde ich Standard-Damage machen. Klick. Slan steigt deine Stufe. Mariano steigt deine Stufe. Und Alex noch nicht. Schade. So, renn ich gegen den Pfeiler, Maxim. Was machst du da? So, what the fuck? Ich dachte, das Spiel jetzt hier auf Gang. So, und da ist ein Pferd. Okay, bevor wir gegen das Pferd kämpfen, würde ich sagen, ich bin der Jano Karutuno. Das ist Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrids. Und wir erledigen den Turm wahrscheinlich im nächsten Part. Also, bis dann. Tschüss.